Heute in der Sendung. Vom Aufbau bis zum Verkauf. Die Arbeit eines Weihnachtsmarktausstellers. Außerdem Geschichten unterm Tannenbaum. Das H1-Team liest vor. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus dem Herzen Hannovers. Am Sonntag ist es wieder soweit. Heiligabend steht vor der Tür. Und wo könnte man die letzte Woche vor Weihnachten besser verbringen als auf dem Weihnachtsmarkt? Was für viele von uns ein großes Vergnügen darstellt, bedeutet für die AusstellerInnen aber viel Arbeit. So auch für Axel Fiedler. Unsere Reporterin Lisa Schumacher hat den Lederwarenhändler vom Aufbau seines Standes bis hin zum laufenden Betrieb begleitet. Platz machen bitte, hier kommt Axel Fiedler. Auf dem Anhänger sein Weihnachtsmarktstand. Axel Fiedler hat ein Lederwarenunternehmen und möchte auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt seine handgefertigten Gürtel und Portemonnaies verkaufen. Noch 5 Tage, bis der Weihnachtsmarkt geöffnet wird. Erster Schritt zum fertigen Weihnachtsmarktstand ist das Abladen. Das ist ein Familienbetrieb. Ich mache das mit meiner Frau zusammen. Und ich habe halt 89 habe ich angefangen, Märkte zu fahren. Damit ging es los. Neben dem Stand hier in der Altstadt betreibt er noch 3 weitere Weihnachtsmarktstände in Niedersachsen. Um diese alle zu organisieren, beginnen seine Tage derzeit sehr früh. Die letzte Nacht habe er sogar hier im Anhänger geschlafen. Der Stand ist nun abgeladen und somit fertig vorbereitet, um ihn einzuräumen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Es sind noch 4 Tage, bevor der Weihnachtsmarkt offiziell seine Tore öffnet. Für die anstehende Dekoration ist auch seine Frau mitgekommen. Noch ist der Stand fast leer und dunkel. Schon viel besser. Stück für Stück wird die Ware liebevoll einsortiert. Dabei sind Axel Fiedler und seine Frau ein eingespähtes Team. Schon im August haben sie mit den Vorbereitungen begonnen. Wir räumen jetzt erstmal alles ein und versuchen das auch schon so in die Reihenfolge zu bringen, damit wir genau alles sofort griffbereit haben. Die Schlitten müssen noch nach oben und der Weihnachtsmann und der kleine Tannenbaum. Okay. Dreh den mal ein bisschen zu mir, den Weihnachtsmann. Eine Pause zwischendurch darf natürlich auch nicht fehlen. Und von glücklichen Hühnern, ne? Ist klar. Heute Morgen. Jetzt machen wir erstmal die Hütte. Die muss jetzt so tief wie möglich kommen. Und dazu haben wir jetzt die Räder abgeschraubt, holen jetzt die Böcke raus, setzen hinten die Hütte runter. Und dann versuchen wir sie vorne auszubalancieren, dass sie aber auch in Waage steht. Gesagt, getan und jeder hilft mit. Mit viel Liebe zum Detail wird der Stand nach Augenmaß ausgerichtet. Alles läuft nach Plan, auch das Wetter spielt mit. Nur dieses eine Lämpchen bereitet Kopfschmerzen. Wie werden eigentlich Menschen bezeichnet, die wie Axel Fiedler Marktstände betreiben? Schausteller? Ich gehöre eigentlich nicht zu den Schaustellern, weil ich bin ja Markthändler. Ich bin ja jemand, der Ware verkauft. Die Schausteller sind meistens die, die Essen und Trinken haben, große Karussells. Ich gehöre natürlich rein rechtlich gesehen oder beim Steuerbüro zu den Schaustellern, bin aber eigentlich Markthändler. Doch ein Leben als Markthändler wird in Zukunft immer schwerer. Die steigenden Kosten machen auch ihm zu schaffen. Ich habe auch schon Märkte, die ich nicht mehr anfahre, weil einfach die Standgebühr zu hoch ist. Ich kann nicht 350, 400 Kilometer fahren. Jetzt zum Beispiel auch nächstes Jahr werde ich auch Mautgebühr bezahlen müssen. Und das sind alles Kosten, wo ich dann sagen muss, so bis hierhin und dann ist die Grenze, mehr geht nicht. Doch das ist nicht das Einzige, worüber sich die MarkthändlerInnen mit Blick auf die Zukunft Gedanken machen. Es kommt leider kein Nachwuchs nach. Ne? Also es gibt gerade auch bei den Ausstellern, du hast ganz wenige, die unter 40 sind. Und die meisten sind eigentlich über 50 oder über 60. Ich kenne sogar einige 70-Jährige, die noch auf dem Markt fahren. Und das ist bei den meisten wirklich so, die Geschäfte laufen, es ist echt gut eingefahren. Aber sie finden keine Nachfolger. Keinen, der diese Arbeit machen möchte. Ne?
Ein sichtbar hartes Geschäft. Keine klassisch geregelten Arbeitszeiten. Wie kam es dazu, dass Axel Fiedler eine solche Leidenschaft als Markthändler entwickelt hat? Ich habe ja mal Kellner und Koch gelernt. Ich bin ein richtig gelernter Koch, war dann auch Chefkoch damals, schon mit 23. Und eigentlich war das so, so richtig Spaß hat es mir nicht gemacht. Und ein Freund von mir, der hat sich damals mein Wohnmobil ausgeliehen und hat da Kassetten verkauft. Dann hat er mich gefragt, willst du das nicht auch mal machen? So, klar, mache ich. Dann hat er mir so mehrere Kartons mit Kassetten gegeben, hat gesagt, die und die musst du spielen. Dann fährst du auf den Wochenmarkt, stellst da zwei Campingtische hin, packst deinen Kassettenrekorder auf den Tisch. Ich werde es nie vergessen. Ich lege diese Kassette rein. Ich habe die ja noch nie gehört vorher. Er hat gesagt, das ist der Renner im Moment. Und ich mache die an und dann ertönte Herzilein. Von dem Waldecker Herzbuben. Und in dem Moment waren schon zwei Frauen an meinem kleinen Stand vorbei und die kamen dann wieder und waren am Singen und Herzilein, du musst nicht traurig sein. Als Markthändler betreibt Axel Fiedler nicht nur Weihnachtsmarktstände. Auch über das Jahr hinweg fährt er verschiedene Wochen- oder Jahrmärkte an, um seine Ware zu verkaufen. Das Weihnachtsgeschäft bleibt jedoch besonders, denn hier nimmt er 60-70% seines gesamten Jahresumsatzes ein. Wir wollen es ja auch ein bisschen warm haben in der Hütte, ne? Lagerfeuer. Fehlt nur noch die Außendekoration. Winterlich mit Tannen geschmückt, wird nun der Lederwarenstand von Axel Fiedler zum Leben erweckt. Alles ist so gut wie vorbereitet für den Start der Weihnachtsmarktsaison. Der Weihnachtsmarkt ist geöffnet. Doch wie kommt der fertige Lederwarenstand nun an? Interessante, schöne Sache, ja. Leder ist immer schön. Und der nette Mann noch dabei, immer nette Gespräche dabei, das ist auch schön. Das gehört auch dazu. Ja, ich finde den schön, weil man von Weitem schon durch das Licht gleich sieht, was da an Auslage ist. Ja, und die Qualität ist halt ganz gut, ne? Also, Ich habe auch das gefunden, was ich haben wollte. Das war das kleine Geldportemonnaie. Also von der Größe, die kriegt man sonst auch sehr schlecht eigentlich, deswegen. Mittlerweile. Axel Fiedler ist gut gelaunt und voll in seinem Element. Und das kommt gut an. Sind Sie das gewohnt, keine Klappe zu haben? Linksformat, keine Klappe, oder was haben Sie jetzt? Das habe ich jetzt. Also wenn Sie nicht nachdenken wollen, ne, dann nehmen Sie einfach das und hören auf zu reden mit mir. Ja. Ihnen tue ich jetzt noch den Glückspfennig rein, das ist ein echter Pfennig. Ne? Ja. Und bei mir kriegen die Jungs ja immer die Unterlegscheibe für den Einkaufswagen, natürlich. Ich kann eigentlich jeden sofort in eine Schublade stecken und sagen, das ist deine Reihe oder das oder da und dann kann ich sie wieder alleine lassen. Es macht ihm sichtlich Spaß, auch wenn er mittlerweile eher hinter den Kulissen das Geschäft am Laufen hält. Im Verkauf sind die meiste Zeit seine 13 Mitarbeitenden. Wenn Sie nun auch in Weihnachtsstimmung gekommen sind, Axel Fiedler freut sich auf Ihren Besuch in der Knochenhauer Straße auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt. Ja, und nach einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist es doch dann auch häufig wieder schön, zu Hause zu sein und den Tag mit Keksen, Kerzenschein und einer guten Geschichte ausklingen zu lassen. Für Letzteres haben wir auch heute wieder eine kleine Weihnachtsgeschichte für Sie vorbereitet. Das perfekte Geschenk. Es war 1 Uhr morgens am Weihnachtstag. In den Straßen Londons war es ruhig und still. Auf der anderen Seite der Regent Street und des Haymarkets störte jedoch eine hysterische Aufregung die Atmosphäre der Stadt. Und dafür war eine der Statuen am Piccadilly Circus verantwortlich. Eros. Es war im Sommer diesen Jahres, als der griechische Gott der Liebe seine eigene große Liebe fand. Königin Victoria, die hoch oben direkt vor dem Buckingham Palace thronte, hatte ihm sein Herz gestohlen. Jedes Mal, wenn er zu ihr hinsah, schmerzt sein Herz vor Sehnsucht und er konnte nichts anderes denken, als wie er ihr gefallen könnte. Und nun war es Weihnachten, die Zeit der Geschenke, und ihm wollte einfach kein passendes Geschenk für seine Angebetete einfallen. Was sollte man jemandem schenken, der ihm alles bedeutete? Einer Königin, die doch alles hatte. Eros wand sich auf seinem Podest. Er stöhnte, jammerte, redete mal leise, mal laut vor sich hin.
Langsam erwachten die anderen Statuen und wunderten sich über die Aufregung. Aus der Baker Street kam eine Stimme. Mein Name ist Sherlock Holmes. Es ist meine Aufgabe zu wissen, was andere Leute nicht wissen. Wonach suchen Sie? Ich suche nach dem perfekten Geschenk, antwortete Eros. Denn in wenigen Stunden wird London erwachen und mit ihm meine einzig wahre Liebe. Und ich habe kein Geschenk für Sie. Verzweifelt fragte er, können Sie mir helfen? Die Welt ist voll von offensichtlichen Tatsachen, die niemand jemals bemerkt, kam die Antwort. Kaum hilfreich, dachte Eros. Wenn es offensichtlich wäre, hätte er bereits ein Geschenk. Gold, schrie Christoph Kolumbus vom Belgrave Square. Geht nach Westen, geht weiter nach Westen. Irgendwann kommen Sie nach Indien und Sie werden den Ganges finden, ein Fluss voller Gold. Alle Monarchen, die ich getroffen habe, wollen Gold. Aber Eros war nicht überzeugt. Er wollte Königin Victoria ein Geschenk machen, das mehr wert war als Gold. Gold schien ihm viel zu unpersönlich. Dann holt ihr Marmelade, murmelte Paddington Bear. Der schnellste Weg zum Herzen einer Frau führt über Marmelade. Wenn Musik die Nahrung der Liebe ist, spielt weiter, erwiderte William Shakespeare vom Leicester Square. Bei der Erwähnung von Musik mischte sich Mozart von seinem Sitzplatz in der Ebury Street ein. Solange es nicht mit einer Flöte ist, was ist noch schlimmer als eine Flöte? Zwei Flöten. Die Musik liegt nicht in den Noten, sondern in der Stille dazwischen. Doch Eros war immer noch nicht überzeugt. Das waren alles sehr gute Vorschläge, aber keiner schien seine Gefühle für Königin Victoria im vollen Maße auszudrücken. Höre vielen zu, aber sprich nur mit wenigen, fuhr Shakespeare fort. So tat Eros genau das. Er hörte weiterhin auf die Ratschläge der Statuen. Die Zeit drängte, denn in wenigen Stunden würde London erwachen. Und er wollte doch nichts weiter, als Königin Victoria zu beeindrucken. Unkraut, sagte Winnie Pooh im Londoner Zoo. Unkraut ist auch eine Blume, wenn man es erst einmal erkennt. Feenstaub. Zweiter Stern rechts und dann immer geradeaus bis zum Morgen, rief Peter Pan aus Kensington Gardens. Oder eine Brücke, sagte Isaac Newton. Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken. Aber die Zeit war knapp geworden. Die Sonne ging langsam auf und Eros war nicht klüger als zuvor. Gute Nacht, Abschied ist so süßes Leid, dass ich gute Nacht sagen werde, bis es morgen sein wird, sagte Shakespeare. Und langsam begann London zu erwachen. Eros war verzweifelt und knapp davor zu weinen. Nun stand er mit leeren Händen da. Er hatte kein Geschenk für die Liebe seines Lebens. Sein Blick traf auf seine Mutter. Aphrodite, auch Venus genannt, lag nackt in Broadgate und schaute in den Himmel. Da kam ihm die perfekte Idee. Eros schnappte sich seinen letzten goldenen Pfeil und zielte mit seinem Bogen in den Himmel. In diesem Moment begannen herzförmige Schneeflocken vom Himmel zu fallen. Langsam wurde die Stadt mit herzförmigem Schnee bedeckt und Liebe erfüllte die Luft. Frohe Weihnachten, meine Liebste, sagte er zu Königin Victoria. Das ist das beste Geschenk, das ich je bekommen habe, Eros. Das ist London in Liebe. Fröhliche Weihnachten. Das war Annika Steffen mit der englischen Weihnachtsgeschichte Das perfekte Geschenk. Die Adventszeit ist größtenteils natürlich schön und besinnlich, aber kann auch durchaus stressig sein. Deshalb haben wir heute einen Veranstaltungstipp für Sie, der Sie vielleicht zum Lachen bringt. Das wollen zumindest die Comedians schaffen, die am Mittwochabend bei dem Open Mic Event im Restaurant Pizza Punks in Hannover-Linden auftreten. 7 Minuten haben die NachwuchskünstlerInnen Zeit, ihr Programm vorzutragen. Um 20 Uhr geht's los, Tickets gibt es online. Und das war es auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen um 18.45 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.